aber so ein Dreck. Wir haben doch Nether auf angeschalten, oder? Ja. Wenn ich kann, kann ich hier ganz schnell nachgucken. Na, ich probiere es etwas später nochmal, passt schon. Ich guck trotzdem mal nach. Okay, so. Seeds haben wir auch noch kaum welche. Alle verbaut. Die ernten sich dann alle ab, wenn sie fertig sind. Oder wir kaum noch Nahrung haben. Die Ursache, tiefste Nacht. Was machen jetzt die ganze Nacht über? In Real Life hätte ich jetzt gezockt oder gefeiert, aber es geht gerade irgendwie nicht so. Im Game noch zocken ist irgendwie arm. Was? Crank. Was ist Crank? In dem Game dann noch zocken ist krank. Ja, das wäre möglich. Du kannst ja in GTA machen. Ja, GTA, ja. In eine Bar, eine Spielkonsole hocken und irgendwie Pac-Man zocken. So geil, ich hab so weggeschmissen, als ich zum ersten Mal gesehen habe. Lol. GTA ist irgendwie schon lustig. Ganz ehrlich, ich gehe da jetzt raus. Zu mir Kakaobohnen. Scheiß drauf, was da jetzt oben auf mich wartet. Enderman. Zombie. Creeper. Na, vielleicht gehe ich doch lieber wieder rein. Nö. Zombie. Creeper, Creeper. Noch ein Creeper. Noch ein Creeper. Skelett. Ah. Volltreffer. Hallo, Nether. Ah. Eigentlich da sein, ja. Ey, es sind solche Sniper, die Skelette, das ist unglaublich. Hier sind noch Chicken. Oh. Könnte ich mal ein paar von killen. Oder sammeln sie ein? Ich bin Chicken-Sammler. Vom Berufswegen her. Wieder runtergesprungen. War verdammt verwirrend, ey. Was ist kein Gitter erstmal? Das ist ein Skelett. Ah. Okay, korrigiere mich, da war ein Skelett. So, erstmal mit Timber hier fetten Viererbaum abbauen. Es regnet Holz. Jo, mal eben Stack Holz abgesaunt. So, da, ah, da oben ist eine Kakaobohne. Yeah. Komm hier ran. Du klein. Ist ja schon fast so wie in Real Life, ey. Will, okay, ich will sowieso niemand wissen, aber ich bin leider nur 1,75 groß. Naja, davon hatten die nichts vor. Ehrlich? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Was ist nicht dabei? Ach so, Julia, also ja. Was? Judith. Ach Judith. Okay. Ja, ich verstehe, ich hoffe, ich bin nicht schlecht. Wieder mal drüber. Ja, ich weiß, mein Mikro ist ein gescheites wieder. Lol, hier liegt einfach ein Schweinefleisch rum im Wasser. Einfach ein Schweinefleisch. Und da läuft ein Schwein rum, aber ich werde es mal nicht killen. Und hier ist so richtig epischen Höhleneingang und in der Höhle wachsen Lianen, Alter. Wie geil ist das denn? Es ist ein Rundgang auf der anderen Seite, wieder rauskommt, ein bisschen höher. Ist ja richtig episch. Und hier sind Schafe. Schade, ich habe kein Weed dabei, oder? Ah, doch, habe ich. Vielleicht nehmen sie es beim Tag dann mit. Was treibst du gerade so? Höhlenforschung. Bist du beunruhigend still dabei? Doch beunruhigend hier unten. Mal hören, ob ich irgendwas höre. Hä? Boom! So in etwa was? Da war da nicht Tisch. Moment mal, ich glaube, ich höre. Oh. Da war's. Na, das. Ja, da war was. Erstmal eine mega Kohleader hier am Reißen. Ah. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Neun. Nur flüssig wie ein Kätzchen. Ja, ich glaube, das ist die richtige Metapher dafür. Ja, auf jeden Fall. So. Okay, hier hinten ist zu die. Und? Da geht's auch nicht weiter. Wo bin ich? Oh, ein bisschen abseits geraten hier. Wie ich gerade angehört, also mega fett. Da Fug.
Oh. Ey, Alter, ich werde dafür, wenn meine Mutter weg ist, erstmal mit Lex und ihrer Truppe ansaufen gehen. Bei mir zu Hause. Wenn ich dann sturmfrei hab. 8 verdammte Wochen. Ja, ab zu Hause zu chillen, nicht echt mal dafür. Da werden wir immer irgendwie. Wir können theoretisch hier durchziehen. Rumgurken und mit der Stadt, in der Stadt ewig mit der Bahn rum durch die Gegend gurken, dann ist irgendwann schon stressig mit der Zeit. Ja, also einfach mal bei dir chillen wäre auch lustig. Können wir dann machen. Ich nehme noch ein bisschen Nadelholz mit, wo ich ja gerade schon so schön sehe. Ich glaube, hä, mit Nadelholz mit? Was wollen wir mit Nadelholz? Alter, wir rauchen jetzt mal Nadelholz, Alter. Voll heftig, ey. Ja, aber ich hab von Lex ein bisschen Pueblo, oder ich weiß nicht, wie der Tabak heißt. Dass sie mir da welche mitbringt. Habe ich ja mal gesagt. Weil es ist wirklich mit einer der stärksten Tabaks. Weil dann reicht wirklich eine Kippe und dann bist du schon. Also dann spürst du das Nikotin schon. Deswegen soll nicht gut sein. So, mal gucken. Oh ja, 30 Kakaobohnen schon. Riecht krass. Was? Rothände. Hey? Ach so, der Tabak, okay. Der Tabak. Ich denke gerade, was ist denn das für ein Minecraft? Den kenne ich gar nicht. Neues Feature. So, ich mache mich mal auf den Rückweg, weil ich habe noch 3 Nahrungskeulen. So, hier aber auch nicht. Und jetzt hier geht die Rückweg lang. Okay, das nehme ich noch mit. Und ich höre Spinnen. Spinnen-Spawner. Ja, einfach ausleuchten mit Fackeln. Ah, schon gemacht. Schon Fackeln drin überall. Also einfach 5 Fackeln an den Spawner setzen. Dann ist es erledigt. Ja. Na gut, dann finden wir hier mal raus. Oh fuck, ich kann nicht mehr sprinten. Ich habe noch 2 Rottenfleisch, den kann ich noch reinzwiebeln. Na gut, so kann man Rottenfleisch am Anfang auch nutzen. Wie sieht es zeitlich eigentlich aus? Ja, ist so gut wie Mittag. So, die Richtung. Oh, ich liebe diesen Minimap-Mod. Ist auch kein Cheaten. Ist einfach wie eine Map, die man dabei hat, die nur wesentlich besser organisiert ist. Ah, ich habe gerade noch ein Ei hier vom Huhn geschnurrt. Oh, gerade war meine FPS auf 5, ey. Oh, schon wieder. Hey, Alter, wir haben Kohle für unser Leben. Erst, dass hier Kohle ist. Das ist aber ein riesiger Gang, wo nur Kohle ist im Prinzip. Erstmal alle Gänge nach hinten ab, mach die Spawner platt und leuchte und hau Fackeln rein. Sehr dann geil. Kann ich das Ganze hier abmachen. Ja, weil hier ist ein Typ, der für Kohle ziemlich vernimmt. Alter, was geht mit meiner FPS, Alter? Das ist am Ruckeln wie Sau. Oh. Aber ist gut, ja. Ziemlich tief runter. Ach, Fluch. Ey, geile alte Bitch, guck mir in die Augen, Kleines. Nee, danke, doch nicht. So, wir nehmen wieder auf. Wunderbar, ja, mein Minecraft ist schon wieder abgesperrt. Bin ich am Bedrock hier unten? Bin ich nur wieder irgendwie hochkommen? Das habe ich mir nicht so gut hier überlegt. Aber das mache ich ganz einfach so. Alter Trick. Nee. Boah, Alter, ich brauche unbedingt zu futtern. Unbedingt. Na, da hinten ist schon ziemlich viel Weed fertig. Da kann ich mir eventuell was von nehmen, dann zu Brot machen. Oder zu Keksen eigentlich. Direkt habe ich schon paar Kakaobohnen da. Aber erstmal zu Futter machen. Dann weitersehen. Oh, zu weit. Oh, ich backe in der Wand. Weiter. Ah, geht. Alter! Oh, das ist ein Zombie. So. Was zu futtern vielleicht? Oh, 5 Spinnenaugen. Yam, yam, yam. Oh, fuck. Boah, ganz ehrlich, das ist nicht mehr lustig hier. Die Höhle ist einfach zu groß. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wo ich bin. In der Höhle. Mit 1,5 Herzen noch.